Ich lese Stiftung Warentest Medikamente im Test 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Und im Kapitel Haut, Haare bin ich angekommen im Abschnitt Wunden, dem letzten Abschnitt. Und der Abschnitt und das Kapitel enden mit einem gelben Kasten. Wann sind Desinfektionsmittel wirklich nötig? Und danach geht es weiter mit dem Kapitel Augen. So. Ich lese den gelben Kasten. Wann sind Desinfektionsmittel wirklich nötig? In Deutschland werden Desinfektionsmittel häufig unnötig eingesetzt, vor allem die Kombination aus Alkohol und chemischen Antiseptika. Waschbecken, Toiletten, Brillen und Deckel sowie sonstige Gegenstände in Bad und WC müssen damit nicht abgewischt werden, denn die im häuslichen Bereich normalerweise vorhandenen Keime haben meist keinen Krankheitswert. Krankheitswert ist ein komisches deutsches Wort. Auch wenn ein Kind oder eine andere Person im familiären Umfeld erkrankt ist, sind Desinfektionsmittel unnötig, es sei denn, es handelt sich um eine gefährliche Infektion, wie beispielsweise Hepatitis B. In allen übrigen Fällen reicht es völlig aus, wenn Sie möglichst oft die Hände mit Seife waschen, Handtücher und Wischlappen täglich wechseln und bei mindestens 60 Grad Celsius waschen. Ende des gelben Kastens. So, es geht weiter mit Haut, Haare. Das Kapitel ist unterteilt in die Abschnitte bakterielle Infektionen der Augen. Dann geht es weiter mit Entzündungen am Auge, Nachbehandlung von Operationen, Verletzungen der Hornhaut, Erkrankung der Makula, grüner Star, Herpesinfektion am Auge und zuletzt trockene Augen. So. Morgen geht es dann weiter mit bakterielle Infektion der Augen. Ich mache da mein Zeichen rein. Vielleicht kommt da auch das Blatt Papier dazu. Das geht. Es sind ziemlich viele. Und es sind vor allem Antibiotika, die da eingesetzt werden. Gut. So. Liegt bei einer bakteriellen Infektion nahe. Damit geht es dann morgen weiter. Und das war's für mich für heute. Ich muss an den Schreibtisch. Tschüss.